grüße euch alle recht herzlich. Wir haben heute das Thema Löwe. Und zwar, welches Sternzeichen passt zum Löwe und welches Sternzeichen nicht? In dem heutigen ersten Teil erfahrt ihr mit den ersten sechs Sternzeichen, wie es damit aussieht. Wir beginnen also heute mit dem Widder. Wie passen sie zusammen? Also, Löwe und Widder. Der Löwe ist ein Feuerzeichen, wie der Widder. Beide fühlen sich zueinander hingezogen und können sich aneinander wärmen. Eine kurze, leidenschaftliche Affäre ist eher wahrscheinlich als eine Beziehung auf Dauer. Der Widder hat den ausgiebigen Führungsdrang, was mit der ausgeprägten Herrschsucht des Löwen überhaupt nicht harmoniert. Also kein Glück, keine Partnerschaft. Und was passiert mit dem Stier zum Löwen? Wie passt das zusammen? Es reicht auch hier zu kurzen Affären. Beide lieben den Luxus und dies könnte die einzige Gemeinsamkeit sein, aber zu einer Partnerschaft oder Ehe reicht es leider nicht. Denn beide wollen ihren sturen Kopf durchsetzen. Der Stier hat den Löwen durchschaut und dies zu dessen Ärgernis. So ist nur eine kleine Bekanntschaft oder kurze Affäre möglich. Kommen wir zum Zwilling. Löwe und Zwilling. Oh, beide stehen gern im Mittelpunkt. Sie brauchen die Aufmerksamkeit und sind gierig danach. Durch ihre unterschiedlichen Interessen wäre eine Partnerschaft eine große Herausforderung für beide und somit ist eine Zukunft aussichtslos. Will der im Sternzeichen Zwilling geborene am Löwen festhalten, muss er bezaubernd und klug alles geben. Daran aber verzweifelt der Löwe und beendet diese Beziehung sehr schnell. Wie kommt der Löwe nun mit dem Krebs klar? Aus Sicht des Löwen passen sie gut zusammen. Da geht er auf Nummer sicher, denn bei einem Krebsgeborenen weiß er genau, was er hat. Einen gefühlvollen, treuen Partner. Der Krebs aber will mehr, der will viel mehr als nur eben eine Sexpartnerschaft. Wenn der Krebs dem Löwen seine uneingeschränkte Liebe gibt, wird der Löwe dem Krebs alles, wirklich alles geben. So sehen sie einer glücklichen Ehe und Zukunft entgegen. Und jetzt Löwe und Löwe. Oh la la, da raucht es im Karton. Könige dulden keine Könige. Die dulden keine Könige oder Herrscher neben sich. Auch eine Freundschaft hat da keine Chance. In sexueller Hinsicht passen sie gut zueinander, denn jeder will für sich selbst glänzen. Aber im Alltag knistert es gewaltig, sodass eine gemeinsame Zukunft niemals in Erwägung kommen kann. Und für heute das letzte Sternzeichen, meine Lieben, nämlich der Löwe mit der Jungfrau. Die Jungfrau ist zuverlässig, intelligent und sehr gepflegt und hat all das, was der Löwe mag. Was kann er sich mehr wünschen? Da der Löwe aber beherrschen will, geht das bei der Jungfrau Geborenen absolut nicht. Und dann gehen Gefühle und Ansichten extrem auseinander. Denn das wird die Jungfrau niemals dulden und hinnehmen. Partnerschaft und Ehe sind somit ausgeschlossen.
Das kann nur schief gehen. Ja, meine Lieben, das waren jetzt erstmal die ersten sechs Sternzeichen. Wer passt zu wem? Wie harmoniert das in einer Partnerschaft? Das war der erste Teil in Sachen Partnerschaft mit dem Löwen. Und morgen geht es dann weiter mit dem zweiten Teil. Mit dem zweiten Teil unserer Serie Wer passt zu wem? Und hört es euch an. Bis dahin, herzlichst eure Deria.